Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diese Polizeiwache in Minecraft nachbaut. Viel Spaß! Im ersten Schritt baut ihr von vorne links eine 12 Block hohe Säule aus blauem Beton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So. Genau. Und dann macht ihr das Ganze 4 Blöcke breit und lasst unten ein 3x3 Loch. Also so. Und dann bis oben hin durchziehen. Als nächstes machen wir die Löcher für die Fenster. Und zwar gehen wir dann hier an das große Türloch. Gehen 1, 2, 3, 4 Blöcke daneben und machen die fünfte. Beim fünften Block 2 Blöcke weg. Dann lassen wir einen Block wieder Wand, machen ein Fenster rein, 2 Blöcke Wand, ein Fenster rein, ein Block Wand, ein Fenster rein und so weiter bis zur anderen Seite, wo dann am Ende 2 Blöcke auf der Seite übrig sind. So. Und danach geht ihr eins höher, macht hier, beziehungsweise 2 Blöcke freilassen bis oben, macht hier 2 Blöcke weg, dann lasst ihr 2 Blöcke frei, ein Fenster und das Ganze auch wieder wie unten gehabt, so auf die andere Seite und dann kopiert ihr das Ganze bis hierhin, nochmal eins rüber, also so, 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 so und so, macht ihr hier nochmal so ein Fenster rein. Lasst wieder 2 Blöcke frei und macht hier noch ein Fenster rein. Genau, und dann füllt ihr das Ganze mit Glasscheiben aus. Bei der Tür vorne macht ihr einfach einen Rahmen aus Glasscheiben einmal so drumrum. Und dann nehmt ihr euch weißen Beton, macht hier eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Block lange Wand draus. Zieht das Ganze wieder auf die Höhe da vorne und dann kopiert ihr diese Front nach hinten, nur dass ihr halt anstatt blauem Beton weißen Beton nimmt und das Loch auch füllt und dann macht ihr hier hinten auch noch eine Wand drauf, so dass es dann am Ende von hinten einmal von der Front her so aussieht und von der Seite so und dann sehen wir uns wieder. So, wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, geht ihr hinten hin, macht hier noch ein Fenster rein, so, und hier auch nochmal, so, beziehungsweise nicht so, sondern so, nur ein Block dazwischen frei, und hier unten macht ihr das Ganze auch nochmal so, damit ihr hier unten auch noch ein Fenster mehr drin habt. Als nächstes gehen wir an den blauen Beton. Und zwar tauschen wir da beliebig diese Viererblöcke und Zweierblöcke zwischen den Fenstern aus. Zum Beispiel einfach mal so. Und da so einen blauen Streifen, dann darunter vielleicht irgendwie so. Auch von mir aus etwas länger. So. Können wir das hier nochmal. So. Dann habt ihr da noch einen Streifen. Und dann unten vielleicht nur ganz kurz. Und zwar so, so und das Ganze machen wir dann auf der anderen Seite nochmal genauso, also austauschen, so, so. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr euch glatte Steinstufen und zieht die einmal als Dach komplett obendrauf. Für den vorletzten Schritt geht ihr an die rechte Seite und sucht jetzt ungefähr die Mitte. Das ist bei mir, ich zähle schnell nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier. Macht da einmal so Blöcke weg. Vorher müsst ihr natürlich den Boden einmal auf dieser Ebene und einmal auf dieser Ebene reinziehen. Das mache ich jetzt nicht, außer hier am Rand. So.
Und so, und dann wisst ihr auch, auf welcher Ebene der Boden ist. Und dann könnt ihr jeweils immer auf Bodenebene ein 2x2 Loch machen. Eins weiter unten auch und ganz unten auch wieder. Und platziert da dann eine Doppeltür aus Eisen hin. Und dann nehmt ihr euch Eisenfalltüren, macht die an die Oberkante ein 4x4 Feld, jeweils unten natürlich nicht. Und dann machen wir eine Treppe aus Eisenfalltüren, so, so, dann doppelt und so wieder zurück. Das Ganze hier auch noch, so, so und so. Und dann braucht es natürlich noch irgendwie eine Art Geländer. Das machen wir ganz einfach so. Hier auch noch einmal so. Aber immer nur so zwei, weil hier kommt noch eine Wand hin. Das zeige ich euch gleich. Und die machen wir jetzt. Und zwar geht die dafür einfach hier hin. Ungefähr hier hin. Also da ist die Tür. Geht ihr vier Blöcke an die Seite, platziert da einen blauen Betonblock. Von der anderen Seite auch, aber nur zwei Blöcke auf die Seite. Macht hier einmal so. Und dann zieht ihr das, kleinen Moment. Auf 11 Blöcke hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. War so viel? 11. So. Das Ganze macht er wieder als Fläche und dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Und zwar ist der letzte Schritt, die Polizeiaufschrift zu machen. Und zwar tue ich euch dafür den Schriftzug in die Videobeschreibung von diesen Schildern. Und zwar bringt ihr die einfach in der Reihenfolge, wie es sich gehört, einmal hier an, so, und dann einmal hier oben auch nochmal, also so. Damit ist das Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.